So, also willkommen zurück und ja, hoffentlich zur letzten Folge von der Staffel hier. Bei uns ist ein toller Special Guest und zwar FG6B. Hallo. Ja, Blue Boy war zwar gerade da, ist aber irgendwie wieder verschwunden und irgendwie, ja, müssen wir jetzt trotzdem mal fertig kommen. Fertig kommen, zum Ende kommen. Und deswegen fangen wir es einfach mal an. Vielleicht kommt er ja noch während der Aufnahme. Und ja, wir haben uns ja schon mal einen groben Plan überlegt, wie wir das hier jetzt aufteilen. Wir haben ja schon öfters Häuser zusammen eingerichtet. Und ja, da wird es wahrscheinlich einfacher gehen. Also, das letzte Mal habe ich hier ja die Küche gemacht. Neu dazukommen ist hier die Treppe in den Keller. Den haben sich ja ganz, ganz viele Leute gewünscht. Wird vielleicht noch ein bisschen verschönert. Wir haben es bloß mal so provisorisch gemacht, dass wir wissen, wo das hinkommt. Also, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und ja, also was wolltest du nochmal machen? Also wir brauchen, also oben wollte ich erstmal die Raumaufteilung verändern, weil das mit dem Dachfenster nicht ganz funktioniert. Also beide Wände um drei verschieben war es, glaube ich. Dann hatten wir noch ein Elternzimmer, Essbereich, Arbeitszimmer und Flur. Genau. Ja, also ich kümmere mich nachher, also hier oben. Von der Aufteilung her bleibt es gleich, bloß die Wände werden ein bisschen verschoben. Ja, also hier kommt das Kinderzimmer hin und hier kommt nochmal eins. Die zwei Räume wollen wir jetzt noch dem Blue Boy lassen. Und ja, falls der in dieser Aufnahme nicht kommt, dann wird das einfach mit dem kompletten Haus später mit Shadow vorgestellt. Tut mir leid, dass das jetzt so kommt, aber es ist leider nicht mehr anders zeitlich möglich. Ich meine, ihr musstet ja jetzt auch schon 5 Tage lang warten. Und ja, irgendwann ist das eben auch, ja, mir zu blöd. So. Also, hier hinten kommt ja das Arbeitszimmer hin, das machst du. Genau. Und ich fange jetzt einfach mal unten. Ach nein, ich mach. Doch, ich fange unten mit dem Esszimmer an. Dann kannst du den Gang hier derweil mal ein bisschen verändern. So. Perfekt. Ja, also ich habe mir gedacht, hier kommt das Esszimmer hin. Jetzt muss ich gerade was gucken, was hier ist. Okay, kann man nicht machen. Nein. Ja. Was gibt's eigentlich bei dir so Neues? Naja, eigentlich nichts. Wie war dein 1. Mai? Mein 1. Mai, ich war daheim. Ich war Klingt ja noch, interessant. ja, noch fertig. Ich war auf dem Frühlingsfest in Stuttgart. Das ist so Wasen- oder Wiesen-ähnlich. Kennst du ja vielleicht, oder? Ja, Ja, kann ich genau. mir zumindest vorstellen. Ja, da war ich mit ein paar Arbeitskollegen. So, Kolleginnen. Gucken die deine Videos oder warum korrigierst du es jetzt? Kriegst du nachher eins aufs Dach? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wer meine Videos schaut. Sagen so, es wissen sehr, sehr wenige, die ich persönlich kenne, dass ich sowas mache. Tja. Dum-da-dum-da-dum-dum-dum. Jetzt bin ich wieder total ideenlos, was den Raum hier angeht. Ich glaube, am besten machen wir zuerst mal ein Licht hier rein. Und oben haben wir zwei Kinderzimmer und ein Elternschlafzimmer. Bedeutet, mindestens 4 Personen leben hier. Also machen wir einen Tisch für 6 Personen. Oder? Kommt Ja, hin. falls Oma und Opa zu Besuch kommen. Genau. Mit sowas muss man rechnen. Immer so. Ich würde das Zimmer jetzt mehr so offen gestalten. Also ich habe, dadurch, dass jetzt ihr nicht mit doppeltem Boden gearbeitet habt, habe ich mich für so eine Art roten Teppich entschieden und jetzt ist es relativ offen hier hinten, aber das hat bestimmt auch was, wenn man so Regal-Trennwand reinmacht. Moment. Oh ja. Das wirkt auf jeden Fall schon viel besser. Doch, das hat doch was leicht Protziges. Wie das Haus an sich. Ja, wie das Haus an sich. So, ich arbeite hier unten ein bisschen mit Grün. Grün ist schon geil. Ja, ich stehe auf Grün. So. Also, jetzt brauchen wir ein Sitzplatz, zwei Sitzplätze, drei Sitzplätze, zwei einmal links, zwei einmal rechts, passt, passt.
Ist dir schon mal passiert, dass dein Mausrad kaputt gegangen ist? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich sag dir, mein Mausrad ist nicht wirklich kaputt, sondern man kann nur nicht mehr nach unten scrollen. Und das ist so ätzend, das kannst du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Doch, das glaube ich dir. Das kann, glaube ich, ziemlich nervig sein. Fuck. Warte. Das ist wieder unsymmetrisch. Ich hasse das. So. Noch jemand mit Symmetriefimmel. Ja. Echt total schlimm. So. So. Ich glaube, so kommt es ganz gut hin. Vielleicht. Das verlangsamt mein Arbeiten natürlich, weil man irgendwie nicht so. Schnell das Zeug ändern kann. Ja, Ja. ich glaube, das ist richtig nervig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte da nicht so lang damit umgehen. So. Jetzt brauchen wir noch Lampen. Irgendwas Ausgefallenes. Und zwar. Musik gehört in jedes Arbeitszimmer, oder? Ja, eindeutig. Und eigentlich auch in jedes Video als Hintergrundgeräusch. aber es ist bei mir natürlich. Weil du zu faul bist. Wir müssen wieder summen. Dumm di, dumm di, dumm di, dumm. 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 So. Ja. Das könnte man so lassen. Allerdings machen wir es hier weg und da drin. So nervig, beim Scrollen komme ich immer auf die Inventarkiste da. Du Arme. Sniff. So. Was braucht jedes tolle Esszimmer? Ein Riesenfernseher. Oder, ach nein, wir machen Bilder. Komm, wir sind ja mal ein bisschen kultivierter. Tolles kleines Bildchen. Ach, hier hängen wir es hin. Wunderschön. So, dann noch ein paar teure Ledersofen. Ja, Was ist der klar. Plural von Sofa? Sofas. Oder? Ich habe mir irgendwie Sofen angewöhnt. Sofen. Ja. Der Sofen, das Sofen, erst Sofen. So. Was ist denn das für Wolle? Würdest du Ledersofas eher aus Netherbrick oder aus Dark Oakwood? Ich bin nicht so der Fan von dem roten Zeug, deswegen. Der Raum ist schon rot genug, gell? Ja. Dumpti-dumpti-dumm. Ah, Dumpti-dumm. ich weiß, was ich mache. Echt? So. Was kann man hier hin machen? Das hier. Komisch aus. Also jetzt auf jeden Fall hier auch nochmal. Was? So. Da muss mehr Grün rein. Viel mehr Grün. Wie beendet man dieses Adding von Paints? Einfach nochmal Rechtsklick auf das Bild machen. Oder einfach weiter weglaufen.
Okay. Hat's geklappt? Ja. Perfekt. So. In den guten Flur kommen Sessel. Genau. Ja, was hast du eigentlich am Aschenmal gemacht? Es war ja Donnerstag, also vorgestern. Mhm. Oder bin ich schon wieder verwirrt? Also, da fragst du mich was. Zu lange her erinnere ich mich nicht mehr dran. Nee, ich glaube, ich war eigentlich auch den ganzen Tag zu Hause. Mein Vater hatte einen Auftritt mit seiner Band. Echt? Eine Band? Ja. Was für eine Band? Also eher so. Von der Musikrichtung kenne ich mich jetzt nicht so hundertprozentig aus, dass ich drauf hören kann, dass ich jetzt richtig erzähle, aber es geht so in Richtung Rock, Heavy Metal. Und da wollte ich eigentlich mit, aber das ist dann irgendwie doch nicht so gewesen, weil die Typen von der Security am Eingang gemeint haben, dass ich noch nicht 16 bin und bla. Du bist jetzt 15, gell? Ja. Ja, arg lang hast du es ja nicht mehr. Zum Glück. So. Also mit dem Essbereich wäre ich jetzt so ein bisschen fertig. Jetzt muss ich mal gucken, was wir sonst noch hier alles reinbauen können. Ich wäre mit dem Arbeitszimmer eigentlich auch fast fertig. Fast fertig, perfekt. Ja, leider nur fast. Fast bedeutet gleich. So. Also hier müssen wir irgendwas machen, das sieht ein bisschen komisch aus. Und zwar glaube ich, dass wir hier den Boden komplett ändern müssen. Das Wohnzimmer wolltest du machen, oder wie war das? Ja, ich mache das Wohnzimmer hier oben und du kannst dann das Wohnzimmer unten noch machen, wenn willst. Weil wir haben ja eigentlich zwei Wohnzimmer. Aber natürlich nur, wenn du willst. Ich zwing dich hier nicht. Nee, kein bisschen. Weh, du sagst das jetzt nicht. Ist auch keine Kinderarbeit. Gut, unten. Na, da tust du den Zuschauern was an. Was? Nein, nein, warte, warte, warte. Das ist es. Genau, weil da kommt dann nachher nur andere farbige Teppichboden rein. Und ich tue jetzt gerade bloß gucken, ob das besser aussieht, wenn jetzt der Boden hier eine andere Farbe hat als der drinnen. Weil überall das Holz, das sieht nicht so gut aus, finde ich. Ich werfe mal was für was Kräftiges, wie zum Beispiel grün, rot, sonst was. Oder orange würde ich ja wahrscheinlich auch gut reinpassen. Orange. Moment, das muss ich kurz testen. Ach, du machst ja immer viel zu viel Arbeit. So, kurz die Items abrufen. Hier. Ja, und hier zur Info, das ist ein Zauberstab. Mit dem kann man einfach alle Texturen in andere umwandeln. Ja. Aber das gibt's nicht überall. Psst. Ja. So, dunkelgrauer Teppich ist das. Genau. Grey Carpet. Ja, ich mache das mit den IDs, das finde ich irgendwie einfacher. Wie funktioniert das eigentlich? Man geht auf. Das steht in Wiki oder du googelst einfach. Das Warte, findest warte. du dann einfach. Warte, 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 warte. Wenn man jetzt hier die Ränder auch wieder dunkel macht. Genau. Ich habe so viel getauscht. Wie immer. Immer zu viel machen. Entschuldigung. Also Warte, warte. Lamm. Wenn man jetzt hier noch zusätzlich irgendwie was mit Dingen reinmacht, mit Pflanzen oder sowas, sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Lampen kann ich ja auch kurz machen. Dann Ich habe den Flow jetzt soweit mehr oder weniger als beendet.
Naja, mehr oder weniger. Oh, das sind ja schöne Sessel, du hast schon die. Eben aus einem 1-Million-Dollar-Haus geklaut. Nee, Keralis benutzt sie ja auch, soweit ich das Genau. gesehen habe. Die sind immer ziemlich cool und die würde ich auch unten ins Wohnzimmer machen. Ein ganzes Sofa mit denen. Okay, perfekt. Hier kann man ins Schlafzimmer. Kleinen Arbeitsbereich haben wir mit einem grimmigen Zombie-Gesicht. Und. Creeper. Oh. Stimmt. Deine legendären Bücherregale. Die sind inzwischen auch in fast jedem Haus. Und ja, perfekt. Doch. Sind mehr so, sind, kann man als Bücherregal benutzen und als Wandtrenner. Genau. Als, wie nennt sich das heutzutage? Wohnwand oder sowas. So, Wohnzimmer, wohin kommt, Esszimmer ist da, also nehme ich an, hier kommt das Genau, Wohnzimmer. in dem Bereich hier. Oder willst du das Wohnzimmer oben machen? Jetzt habe ich schon angefangen. Okay, perfekt. Dann mache ich hier ein bisschen den Flur noch. So, wir brauchen ein paar Lampen. Dum, 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 dum. Mit Iron Bars. So. Die Sofas, ja sowas. Sofen. So, Sofas haben was Nettes, also irgendwie auch extrem Modernes. Das passt Vielleicht hier auch sogar super rein, finde ich. was zu Modernes. Nein. Zu modern gibt's nicht. Nicht in dem Haus hier. So. Da könntest du recht haben. Jetzt machen wir hier wieder die Oldschool-Lampen, die ich schon gesehen habe, wo ich jetzt das allererste Mal auf einem Online-Server war. Und ich meine, das ist jetzt schon locker, warte, 4, 5 Jahre her. Seit wann gibt es Minecraft? Auch schon. Oh, das gibt es ja schon ewig, warte. Seit 2011 gibt es das, glaube ich. Nee, nee. 2011 war ich noch in der 10. Klasse und ich habe das in der 9., glaube ich, angefangen. Mist. Nicht deswegen. Ach so, schade. Ja, Mist. Mistkram. Wir brauchen hier in der Küche noch ein Licht, fällt mir gerade auf. Irgendwie sieht das hier dunkel aus. Ich fände nämlich so eine offene Feuerstelle in so einem Luxuswohnzimmer nicht schlecht. Eine offene Feuerstelle. Wir haben Ja. hier Holzboden, Holzdecken, Wollwände. Ich meine. Ich meine, solange du Feuerausbreitung ausgestellt hast, haben wir nichts zu befürchten. Habe ich das ausgestellt? Ach, ich lasse es lieber. Nein, klar kann ich das machen. Nee, lieber so einen abgespaceden Tisch. Abgespaceden Tisch. So. Ja, du bringst mich ganz durcheinander. Ich weiß hier gerade. So. Was machen wir jetzt hier noch hin? Muss auch noch was Cooles hin. Daran müsstest du eigentlich gewöhnt sein, Was? dass ich dich durcheinander bringe. Eindeutig. Also hier machen wir so einen coolen Auch wenn es Gang. Grasteppiche gäbe, das wäre voll geil. Irgendwie so was Durchsichtiges. Ich habe ja mal mich umgeguckt. Es gibt ja solche Texture Packs, die haben sowas in die Richtung. Wie Glasteppiche. So, ja. Schon in die Richtung. Also ich glaube, auch bei den Mittelalter-Texture-Packs, da ist das irgendwie so gemacht, dass sich die Textur, je nachdem, wie du den Teppich setzt, veränderst. Zum Beispiel bildet sich dann da so ein schön gestickter Rand. Echt? Aha, Ja. ich glaube, ich kenne das. Das heißt Connected Textures oder sowas. Das geht hier auch mit. Warte, wie ging denn das? Bei. Ach nein, jetzt habe ich, glaube ich, wieder was kaputt gemacht. Egal. Moment, Ach, das ist Normalsituation. was muss ich. Was soll denn das jetzt heißen? So, dann. Ich glaube, er schafft es in dieser Aufnahme nicht mehr. Ja, ich habe die Befürchtung auch. Naja, vielleicht ja der nächste Gewinner bei so einem Gewinnspiel. Ich meine, Könntest du ruhig öfters machen. ja, an sich ist es ja wirklich keine schlechte Idee, aber
wie gesagt, da hast du halt immer den Stress, dass die Leute halt auch da sein müssen, Ja, ich weiß. wenn du mal Zeit hast, weil das ist halt immer so eine Sache, vor allem wenn es dann nur Leute sind, die du überhaupt nicht kennst und die du eigentlich bloß über Skype erreichen kannst und was weiß ich was und ja, du weißt ja nicht mal, wie der bauen kann. In dem Fall hat man jetzt Glück und der Blue Boy konnte wirklich schon etwas bauen, aber viele Ja, Leute. das ist auch die Gefahr bei den One Million House Serie. Ja, genau. Ohne das ist böse zu meinen, aber das passt dann einfach manchmal nicht zusammen vom Stil her. Weil sowas sieht dann einfach nicht schön aus, wenn es zwei verschiedene Stilarten aufeinandertreffen. Und ja, da kann man einfach nichts dran machen. Ich meine, ist halt so, leider.